Einen schönen guten Abend und herzlich willkommen zu Thüringen Privat. Was kennzeichnet ein amtliches Schreiben? Ein äußerst spezielles Deutsch und eine durch nichts zu erschütternde Ernsthaftigkeit in Inhalt und Anliegen. Das ließe nun den Schluss zu, dass die Verfasser weder mit der Dichtkunst noch mit Humor was am Hut haben. Ich beweise Ihnen jetzt, dass genau das nicht immer stimmt. Das heißt, ich ergreife jetzt die notwendigen und hoffentlich geeigneten Maßnahmen zur Aufklärung des behaupteten Sachverhalts, allerdings ohne Ihnen die dazugehörigen Dokumente in fünffacher Ausfertigung vorzulegen. Ja, Hühner ist das höchste Wonne, herumzulaufen in der Sonne. Die Enten lieben es dagegen, herumzuwatscheln nur im Regen. Was für den einen höchste Lust, bringt für den anderen meistens Frust. Es gibt ihn also doch, den Bürokraten mit Sinn für Humor. Volker Henning heißt er und ist stellvertretender Amtsleiter im Landratsamt Bad Salzungen. Doch auch für ihn gilt, Dienst ist Dienst und Schnaps ist Schnaps. Nach Feierabend allerdings dichtet er sich um Kopf und Verstand. Herausgekommen sind bis heute 5 Bücher mit heiteren Versen. Viele Verse fallen mir bestimmt ein, wenn ich an der Tankstelle bin und das Benzin kluckert so in den Tank. Andere Verse, gut, die fallen mir ein, wenn ich in der Kaufhalle bin und ich stehe da mit meinem Wagen. Da werde ich auch inspiriert. Und bestimmt auch, nicht ganz zuletzt, hier, wenn ich so beim Bier sitze, in meiner kleinen Kneipe in Bad Liebenstein und habe die notwendigen geistigen Getränke. Gut 4-mal im Monat ist Volker Henning zu Lesungen unterwegs. Und vielleicht ist dann auch der zu hören. Polterabend. Ein Mensch an festen sich gern labend, der rüstet sich zum Polterabend, wo man dort selbst mit viel Elan entledigt sich vom Porzellan. Doch wie der Plunder fein zerspringt, ein Zeichen auf der Scherbe blinkt, 2 Schwerter blau zum Kreuz gestellt, worauf der Mensch jetzt innehält. Hat er nicht da zum Herz zerreißen, vernichtet gar das Gold aus Meisen? Der Mensch hat fortan seelisch krank, nicht alle Tassen mehr in Schrank. Jetzt muss ich ihm erst mal einzapfen.